Hey, hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Life is Strange 2. In der letzten Folge haben wir Kapitel 4 beendet und sind jetzt hier bei Kapitel 5 stehen geblieben. Also wir haben es noch nicht gestartet, aber wir sind jetzt hier bei Kapitel 5 und zugleich auch dem letzten Kapitel, Wolves. Ich bin gespannt, wie das sein wird und wie lange es gehen wird. Aber auf jeden Fall 2 Folgen werden wir locker damit vollkriegen noch. Und jetzt mal gucken, wenn es fertig geladen hat, was in Kapitel 5 passiert. Ich weiß auf jeden Fall, man hat es kurz gesehen, dass wir an der Grenze von Amerika und Mexiko waren. Genau, den Anfang kennen wir ja. Wolf brothers wandered for days, nights, learning how to live on their own for the first time. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. They decided to head south to the distant land of their ancestors. Mm-hmm. But the journey was long and dangerous. Still, the Wolf Brothers made new friends on the way. They learned more about the world. But danger seemed to always follow them after a bad accident. They were separated. The Big Brother had been hurt, and the hunters finally captured him. They put him in a cage. But when he finally escaped, he went to search for his little brother. He soon found out that the little wolf had joined a coyote cult, and he would not leave. Coyotenkult, okay. Suddenly, their mother showed up after all that time. She said she came to help rescue him. They begged the coyote leader, but she would not release the little wolf. He was their idol. So they had to knock her out to escape. The Wolf Brothers, now reunited, followed their rogue mother far into the desert to her hideaway. Ja, crazy. Ich liebe noch immer dieses Intro. Es ist einfach so gut gemacht. Genau, Life is Strange ist ein Spiel, in dem der Schwerpunkt auf Spielentscheidungen liegt. Genau, die Folgen deiner Taten und Entscheidungen wirken sich auf die Welt aus. Das kennen wir ja. Arizona, 7 Wochen nach den Ereignissen in Haven Point. Okay, also wir sind schon 7 Wochen her seit dem Vorfall. Genau, wir haben ja erfahren, dass unsere Mutter ziemlich weit in der Wüste lebt, quasi. Irgendwo im Nirgendwo, wortwörtlich am Arsch der Welt. Aber wir sind aber gar nicht mal bei unserer Mutter, glaube ich. Also, wir sind nicht bei ihrem Zuhause zumindest. Ich glaube, sie wird ja ein Dach über dem Kopf haben und nicht hier andauernd im Freien leben. Hey, wake up, Sean. Dude, come on. What? Unsere Haare sind auch schon gewachsen wieder. Get up. It's so beautiful. Check it out. Schon krass, die Aussicht hier. In Real Life wäre es halt nochmal mega crazy. So? Yeah, okay. Good call. Wow. That's amazing. I know.
just itches. It's okay, Nana. I promise. Yeah. Okay. I love you. No matter what happens. You hear me? Yeah. I love you too. Genau. The Wolfsbrüder sind back. Aber ich bin verwirrt, wo ist jetzt unsere Mutter? Haben wir uns wieder von ihr getrennt? So, are you still having those bad dreams? You know, about Lisbeth? Yeah. Sometimes I feel like she's around. Coming after me. It's scary. Sie hat Angst. Sie hatte Glück. Sie hat Angst. Dude, I bet she's having nightmares about you. Yeah, but she's still out there. Somewhere. Creeps me out. Ja. Wir sind zusammen. Sie hat keine Kraft. Without you, she has no power. We're all good. Hope so. Sean, are we criminals now? Das waren wir schon seit Anfang an. Irgendwie. Sort of. We did a lot of illegal shit. If the cops catch us, we'll be judged for what we did. That's for sure. Yeah. I know. Well, we're almost at the border. Finally. I like it here, but we'll have to leave soon. I know. I'm sorry, Anna. Sean, I know it's been a long time. Can you tell me the rest of the wolf story? Okay. Klar, mach ich das. Bist du dafür nicht zu alt? Oh. Yeah. I can tell you. Been forever since we left off. Way too long. Let's see. Oh yeah. Okay. So, thanks to their mama wolf, the Wolf brothers barely escaped from the coyote cult. She led them to her secret lair, deep in the Red Desert. The Wolf brothers rested for a while. But at some point, they'd have to continue their journey south. They were closer than ever to their father's land. But between them and their destination lied... A mighty fire unicorn. But she's nice, so they become friends. Excuse me. Who's telling the story? You are. But it's aber my story too. Right? True. Ja. Ja, das ist sie. Ja, das ist wahr. Das ist meine Version. Ja, das ist wahr. Yeah. That's true. Okay then. So what happens next? They arrive in Mexico. Okay, und dann? Rampage by goblins. Oh. Together. The wolves and the unicorn manage to slay them and become heroes. Und wer ist das Einhorn? And all their friends come to Mexico to celebrate. Yeah. Schönes Happy End, würde ich sagen. Aber das Leben ist leider nicht immer so happy mit dem Ende. Teleskop. Oh, woher haben wir das Teleskop? Astronautenbuch. So incredible to see all those stars and planets up close. It's like we're right there. Gut.
Packen wir das mal ein. Mom said there's a moon eclipse coming up soon. I'm in. Ja, vielleicht von unserer Mutter. Cool. Stimmt, könnte sein. I could just move here. Ja, ich wünschte, wir könnten hiervon ein Bild malen. Ey, das ist so ein schöner Ort. Er hat so viel schon gemalt. Aber irgendwie können wir davon kein Bild malen. My back hurts a little. Daniel fragen. Let's clean up this mess. Not if it cleans up by itself. Stop. Daniel. Can't catch it, huh? No shit. Now cut it out. Jeez. You're no fun. Here. Yo, Captain Cam, can you take these away? Sure. And no funny business. Of course not. Perfect formation. Was gibt's denn hier noch? Unser Schlafsack. Wer ist denn hier mit dieser Taschenlampe? Aber bitte wirf die nicht weg, wir brauchen die noch. On the way. Ja, dann haben wir fast alles. Nur noch die Bücher. Nein! Ah, verdammt. Ich habe gerade gesehen, da stand Zeichnen, aber ich habe Packen gedrückt, weil ich nicht gesehen habe, dass das das Skizzenbuch ist. Oh, nee. This power is so cool. Ey, tut mir leid, aber ich muss den Checkpoint neu laden. Ey, ich will von dem ein Bild malen, von dem Ort. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich beim Skizzenbuch bin. So, da sind wir wieder. In the garage. Yeah, I think he did. Why did he never show it to us? Maybe it reminded him of Mom too much. Oh. Yeah. Right. Sorry, Leute, dass ich das neu starten musste, aber ich will unbedingt davon ein Bild zeichnen. Ey, das ist so ein schöner Ort. Ich weiß, für viele vielleicht eher nicht so toll, weil es einfach so Wüstenlandschaft ist. Ich wette, dass einige sowas halt nicht so schön finden, so Wüstenlandschaften. Aber ohne Scheiß, so Grand Canyon, ich weiß nicht, ob das der Grand Canyon ist, aber sowas ist einfach mega nice. Und deswegen wollte ich davon noch ein Bild machen, bevor das Let's Play so langsam zu Ende geht. Ich wette, wir haben eh nicht alle Möglichkeiten, wo man Bilder, also Zeichnungen machen kann, gezeichnet, aber trotzdem. Die wir sehen, will ich noch mitnehmen. So. Hey, can you draw me as a superhero? Like striking a pose over the canyon. Krass oder entspannt? Krass. Rough looks cool, but messy. Ah, mit so Aliens. My back hurts a little. I'm glad we're sleeping in our bed tonight. Und was sagst du? Finished. Let me check it out. Gee. He looks more like a supervillain. Ja. Ich hätte mir entspannt gemacht, hätte es vielleicht cooler gefunden. Aber egal. Genau, das jetzt können wir es wegpacken. Well, let's hit the trail, cowboy. Oh. What are you doing? Keine Zeit zum Spielen. Dude, we don't have time to play. Come on, let's go. Okay, okay.
Also ich würde mich das nicht trauen, mit so einem Skorpion zu spielen. Ich hätte Angst, dass sie irgendwie anfängt zu stechen. Pinkeln nicht, wenn sie runterkommen. Wir haben die Milchstraße gesehen. Hey, we saw the Milky Way, dude. How cool is that? Yeah, that's true. And Mars. Und that Mars. So cool. Arthur and Stanley let us use the telescope. Leckere Marsriegel. Yeah, these guys are real cool. Okay. Oh, krass. Think Joanne will let me help her with the sculpture when we get back? Amazing that anything can grow out here. Does it ever rain in the desert? Well, oh. Good question. Okay. War das jetzt das? Wo waren wir? Hell yeah. You're like the magic assistant. It's nice to be able to use my power out here. Not hide it. Yeah. Karen was right. They're all cool with it. Mom doesn't say much about my power. Why do you think? Sie verleugnet sie. Ihr ist es egal. Sie ist verwirrt. She's confused. Like, what do you mean? She's my mom. Well, you know, I mean, she hasn't seen you for years. Not sure she can deal with all of this at the same time. Huh. It must be weird for her. You know, I could have done it by myself, right? Hey. Klar. Let me be the cool, helpful big brother once in a while. Okay? Oh, look! Look! Oh, man! I just saw a cool baby lizard! Yeah. And you scared it. I know. Tatsächlich sehe ich hier gar nichts. Aber wir glauben dir mal, dass da ein Lizard ist. Looks like a job for our local super psychic boy. Also, aber pass auf, dass da drunter keine Leute sind, die du erschlägst damit. Maybe you can help us get out of here. I'll try. Step back. Be super careful. War jetzt nicht vorsichtig, aber okay. There you go. I hope it's okay. Nice man. Life is Strange 2, Episode 5, Wolves. Wolves. Hey, I'm gonna go see what Joanne is doing. Go for it. I have to bring back the telescope to Stanley and Arthur. Ah, von denen haben wir das, okay. Went to town for weekly supplies. Some pancakes left in the kitchen? Back soon.
Daniel, you copy? Yes, I read you. 10-4. I have a pancake alert in the kitchen. Repeat. Pancake alert. Oh, man. Sorry, I was gonna eat with Joanne. Over and out. 10-4. No flying pancakes today. Okay. Wer ist denn Joan? Come in. You copy out there? Over. 10-4. Told you I'm with Joanne. So, come on over. Okay. Excuse me, water boy. Did you remember to feed the crops? I never forget. Ask Mom. But no way I could grow stuff like she can. Maybe in Mexico. Oh, yeah. We can grow a lot of stuff there. Okay, also gucken wir mal. Arthur das Teleskop zurückbringen, nach Daniel sehen. Okay, also wir haben das Teleskop noch. Ich dachte, wir hätten es schon reingelegt. Ich habe keine... Jacobs Brief. Aha. I'm so glad Jacob and his sister are doing okay. So cute. Looks like Lila has some competition now. Gut, lesen wir das mal. Hola, Sean. Tut mir leid, dass ich nicht früher geschrieben habe, aber das ist das erste Mal, dass ich die Gelegenheit habe, mich zu entspannen, seit wir aus Haven Point weg sind. Dank dir und deinem Bruder. Ich glaube immer noch nicht, dass es echt passiert ist. So bizarr. Sara Lee und ich vermissen unsere Eltern, aber wir sind noch nicht bereit, ihnen zu sagen, wo wir sind. Darum machen wir uns später Gedanken. Dank meinem alten Sparbuch konnte ich Sara Lee endlich Antibiotika besorgen. Also ging es ihr schnell besser. Kinder sind wie Supermenschen. Das Wichtigste für mich ist meine Schwester, so wie dein Bruder für dich. Ihr habt Glück, dass ihr einander habt, und als sich unsere Wege kreuzten, wurden wir gesegnet. Ich versuche, unsere Crew aus Humboldt zu finden und werde dich auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, dass es allen nach dieser Nacht auf der Farm gut geht. Wir alle verdienen eine Chance und eine bessere Zukunft. Bitte melde dich, wenn du es auf die andere Seite geschafft hast. Du und Daniel könnt das. Drück unseren kleinen Helden von mir. Pass auf dich auf, Jake. Genau. Und Sara Lee hat Daniel auch einen Brief geschrieben. Hi Daniel, ich hoffe, dass es dir gut geht und du glücklich bist. Mir geht es jetzt so viel besser. Es hat ewig gedauert, bis wir eine Unterkunft gefunden hatten. Aber wir haben es endlich geschafft. Ich mag dieses kalte Wetter viel lieber als die Hitze. Bitte besuch uns bald. Danke, dass du einer meiner besten Freunde bist. Sara Lee, Herzchen. Wie cute. Okay, wo? Unser Bett. Aha, so, das ist unser Dings. Ah, das sind die Pfannkuchen. Scharfe Soße. Mm-hmm. Ich dachte, das wäre das Dings von... Ja. Ach, Karens Bett. Ah. Unsere Mutter hat hier ein... Ach so, jetzt verstehe ich. Okay. Gucken wir mal das Bild an. Karen looks so young and fragile on this picture. Hard times. Maggie and Karen. Summer. Sommer 11. 2011 wahrscheinlich. Kissimmee, Florida. Okay, und ein Gruppenfoto ist da. Looks like they all finally found their home. Okay, ich verstehe. Also, unsere Mutter hat sich einen Wohnwagen besorgt und ist hier am Campen mit anderen, die auch Wohnwagen haben. Haben sie sich so eine kleine Gruppe aufgebaut und quasi ihr eigenes kleines Wohnstädtchen gemacht. Also Wohnmobilstädtchen, Dorf.
Wobei, so viele Autos sind hier gar nicht. Eins, zwei, drei. Und sonst ein paar kleine Hütten. Looking at this place, Ist das da I see hinten that ein Carrie Iglu? really wanted to get away from it all. Oder sieht halt so aus wie ein Literally. Iglu. Ah, cool. Die Figuren. Skulptur. Was ist denn das für eine Skulptur? Sieht so ein bisschen aus wie so ein Raptor oder so. Love the energy out here. With everyone building stuff as they please. Ja, Skulpturen sind aber auf jeden Fall cool, die zwei. Ein Windrad. Cooler Ort, muss ich sagen. Und das ist Karen, ihr Wohnwagen, genau. Karen did help us a lot since she found me and Daniel. Ich dachte, wir hätten That would uns have been von me. Karen schon längst verabschiedet, aber nee, wir wohnen noch mit ihr. Aber ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen Cut und in der nächsten Folge gucken wir uns hier in diesem Ort ein bisschen um. Gucken, wer. Warte. Wie hießen die nochmal? Genau. Wir werden wahrscheinlich dann erfahren, wer Arthur ist und wer Joey? Joe? Oder wie die Person hieß, wer das ist. Karen letting Und us into her ja, space. ich verabschiede mich für diese Folge. Bis zu einer After all these weiteren von years. Life is Strange 2. Ciao.